Warte mal. Ich kenne sie auch nicht wirklich, aber Max kennt sie. Kobi. Nee, ich höre irgendwie nur so mit so einem halben Ohr zu. Oder so. Ja, du bist da ein bisschen später gekommen beim Server-Display. Damals. Jetzt wollte ich mal schauen, wie ich hier mein Bett machen kann. Brauche mal ein bisschen Holz. Holz brauche ich auch noch. Und natürlich Wir Essen. Das ist brauchen natürlich hier. Holz, Das Holz, Holz, ist ja schon wieder hier der Notstand Holz. ausgebrochen. Ne? Der absolute Notstand. Alarm, Alarm, Alarm. Alarm, Alarm, Jetzt habe ich hier auch noch Alarm. Hunger. Die Axt ist kaputt und ich brauche Holz. Also es ist hier wirklich extremer Notstand hier. Das Haha. ist. Ich nutze, Mann. Ich habe nichts von all dem. Oh, doch, Essen, aber. Und das kann man mal hier reinstecken. Das geht auch noch. Geht auch noch fit. Aber was brauche ich jetzt hier? Noch eine Axt. Da mache ich gleich mal drei Stück. Ich brauche aber Holz für eine Axt. Und Holz habe ich nicht für eine Axt. Obwohl, ich habe hier noch Notholz. Genau, Notholz nehme ich noch. Notholz kann man noch verwenden. Dann kann ich mit dem Holz auch noch eine Axt machen. Natürlich super. Dann ordentlich mal ein bisschen farmen. Mit der Notholzaxt. Oh. Ja, mit der Notholzaxt. Eins, zwei, drei kriege ich da noch raus. Das war Ist natürlich das toll. mittig? 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Mein Inventar mal wieder leer mit dem ganzen Schrott, das ich hier alles mitgenommen habe. Das ist ja wirklich schlimm. Keine Ahnung. Wenn du aufhören möchtest, Dennis. Gut. Tschö, Dennis. Tschüss. Buddy left your channel. Alles klar. Ja, Dennis hatte keine Lust mehr. Ich brauche immer noch ein verdammtes Leder. Hast du eins? Nee. Folgendermaßen, ich brauche noch ein bisschen Holz. Ich kann mir da mal ein bisschen was bauen, oder? Bin ich zu nah an deinem Haus? Ja, natürlich darfst du. Mach auch so, Ich dass die Bäume. kann nur Ich, Spaß. die, dass sie. Alles mein Holz, alles mein. Jeder, der da dran geht, wird getötet. Du stellst hier ganz viele Ansprüche hier. Ja, ich ja auch mein Server. Alles klar, Mr. Admin. Jetzt haben wir hier das Skelett hier gekillt, ne? Hier. Du Todes. triggerst immer so klack, 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 klack. Ja, auf jeden Fall. Ich brauche hier echt ein bisschen Holz, also ein bisschen ist da noch wenig ausgedrückt. Das, was ich Und hier vorhab. ein Leder. Tut mir leid, liebe Leute, es ist hier gerade nicht besonders spannend mit dem Holz hier. Das ist wirklich nicht sehr unterhaltsam, Es war noch aber spannender bei mir. war Gerade doch ist es unspannender. viel spannender bei Orange, weil der hat immer wenigstens noch unterhaltsame Sprüche damals noch gehabt. Mittlerweile ja nichts Lass mehr, mich aus, ich aber. bin durch. Sehr unterhaltsam. Bestimmt hat er die von Gronkh geklaut, da bin ich mir sicher, Nee, weil wir haben die Webseite gefunden, wo er die her hat. echt? Okay, auf jeden Fall, Hatten das wir. sind so ganz ganz komische Sachen, was er da immer gebracht hat. Das war bestimmt nicht selber erfunden, so schlau ist der Junge nicht. Nämlich, der hat bestimmt hier alles abgeschaut und so von wegen bin ich cool und howtogetfame.de oder so ein Mist. Bestimmt, und Add Me Faster war doch immer alles mit dabei bei Orange. Also braucht er mir nichts zu erzählen, der doch. Ja, ne, der Junge. Dings von wegen professionelle Studioqualität, ne? Da hat er nicht mal. Bei der Meine letzten Fresse, Aufnahme. man heilt ja wirklich verdammt schnell. Bei der letzten Aufnahme hatte der nicht mal ein Headset, hatte übelstes Echo mit seinem scheiß Laptop-Mikro. Er Ja. hatte irgendwie ein Mikro gehabt, warum auch immer er das nicht verkauft hat. Aber den Rest. Auf jeden Fall hat er gut den PC, den er hatte, ich weiß nicht, zum Aufnehmen. Vielleicht hat er dem ja irgendwie nicht gereicht, weil er gemeint hat, er kann nur auf 720p flüssig spielen oder so, keine Ahnung. Irgendwie mit so einem FX 6000 und so einer HD 779 oder so, keine Ahnung, irgendwas Altes halt. Keine Ahnung, was da war. Auf jeden Fall, den Mist hat er verkauft. Wundert mich eigentlich, dass er für den
für das Zeug noch Geld bekommen hat. Er hat das ja im Prinzip ja alles gebraucht bei eBay ersteigert, ne? Und dann wieder nochmal gebrauchte versteigert. Third hand. Alles für 20 Euro ist es deins, oder wie? Ja. Hier die Grafikkarte 20 Euro, ne? Wer will's haben? Die CPU, da lege ich dir sogar 5 Euro bei, damit du sie nimmst. Das Ding habe ich auch gar nicht übertaktet oder so. Ist ja auch überhaupt nicht geschmolzen oben drauf. Die Schriften sind ja nicht alle weg oder so. Und der Käufer dann nur so, at least you tried. Das ist echt traurig, ne? So, jetzt müssen wir mal wieder zurück zur Sache kommen. Hier, eigentlich brauche ich hier mein Essen wieder, ne? Wie immer brauche ich mein Essen. Ja. Ich hatte gerade genug Brot, um mich komplett voll zu heilen und... Gott, das ist schon wieder halb eins, ne? Das ist unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Also... Wir haben 3 Stunden aufgenommen. Jetzt. Also zumindest läuft bei mir so die Aufnahme. Alles klar. Ich habe sogar noch ein bisschen vorher angefangen, also... Ich wäre der Orange, hätte niemals so lange durchgehalten. Der Junge, der macht doch schon beim halben Weg schlapp und... Der macht nicht beim halben Weg schlapp, der macht sogar noch weniger schlapp. Ja, der kommt gar nicht erst. kommt zu spät. Und dann hat er gesagt so jetzt habe ich genug im Kasten, jetzt wird alles gerendert. Ne? Also, weil... Gerendert, der rendert nichts. Bestimmt hätte das alles so hoch. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass der bestimmt, auf seinem Laptop gar nicht so viel Speicherplatz hat, ne? Und deswegen... 300 Megabyte frei. Deswegen werden die Aufnahmen nicht so lang und so. Aber ich habe jetzt mal genug gelästert über Orange, ne? Das ist... Ach, wieso? Kann doch nie aufhören. Ja, wenn die Videos eh nicht schauen, also von daher... Kann ihm auch egal sein. Mein Kanal existiert eh nicht. Braucht uns nichts zu sagen, ne? Wir wissen schon alles. Ja. Braucht uns nichts mehr vormachen. Von wegen. Herzlich willkommen bei Orange Dragon LP. Ne, von wegen Orange Dragon LP am Arsch. Den Kanal gibt schon seit einem halben Jahr gar nichts mehr. Auf dem Kanal. Verarschen kann ich mich auch selber, ne? Und ja. Eigentlich schade, dass er diesen Weg eingeschlagen hat und das somit aufgegeben hat und ja, Orange, ist ja gut. Gronkh würde sich schämen für ihn, wenn er ihn kennen würde und wenn er wüsste, dass er wirklich es versucht hat mit Let's Playen und nein. So fick dann diese Monster. Praktisch. Fick den Zombie. Gronkh würde sich bestimmt schämen dafür. Richtig fremd schämen. Und. Ja. Ein Zombie war bei mir in der Nähe. Weil ganz ehrlich, auch wenn du es ein Vorbild hast, oder selbst wenn du ein Vorbild hast, ich habe jetzt Vollbild gesagt. Voll, so richtig chinesisch. Was ist ein Vorbild? Für Vollbild? Ich bin ja auch schon richtig voll hier, ne? Also, euch nicht wundern, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen und alles. Hört niemand auf, Max. Ein Rat. Von Profis. Selbst wenn er noch ein Vorbild hat, ne? Denn muss er sich doch auch irgendwie, darf er doch nicht einfach aufgeben und nicht so leicht unterkriegen lassen, sondern ist ja klar, dass das nicht alles von heute auf morgen so funktioniert, aber für ihn schon. Das finde ich halt schade. Ich meine, Let's Playen so als Hobby ist ja voll in Ordnung eigentlich, aber jetzt hier so von wegen schließ meinen Kanal, wenn ich hier nur 2 Aufrufe habe, ne, das geht mir am Arsch vorbei, wie viele Aufrufe ich habe. Das ist wirklich so. Das ist
Ja. Das Letzte, was mich interessiert, auch die Dislikes oder so, die von so lasse ich mich gar nicht steuern oder so. Das mache ich hier nur, weil ich Spaß dran habe, ne? Und nächste Woche so, Server Let's Play muss ausfallen. Hab drei Dislikes. Genau. Weißt du, das Event findet heute leider nicht statt, weil, naja, wir haben zu viele Dislikes auf den Videos. Schade. Nein. Gefällt euch wohl nicht, dieses Event. Aber, ganz ehrlich, es gibt manche Videos, wir können gar nicht so viele Dislikes haben. Es gibt zum Beispiel der Call of Duty Trailer, der wird immer mehr Dislikes haben. Egal welches Video ich mache, der wird immer mehr Dislikes haben. Und selbst wenn ich 2 Millionen Dislikes hätte, dann hätte ich aber auch im Endeffekt auf der anderen Seite auch 2 Millionen Views, ne? Die müssen ja alle das Video gesehen haben, bevor die das bewerten können. Die müssen ja auch angemeldet sein, die ganzen Accounts. Mhm. Und daher wäre das ja auch wieder positiv im Endeffekt, weil die alle das Video gesehen haben, ne? Und damit. Manche Hater sind aber auch wirklich freundlich. Die geben einen ein Abo. Also. Ja, und so, ich mache hier mal so ein bisschen so ein Lichtfenster rein, damit ihr auch mal das Licht nur ein bisschen reinkommt und nicht immer alles so düster ist. Brauche ich noch ein bisschen Sand. 16 Sand, passt das hier rein? 12, 20, ich brauche natürlich noch 8, dann hole ich mir noch 8. Das heißt, ich brauche nur noch 6. Natürlich brauche ich 6, ne? Jeder Mann braucht 6. Ach klar, irgendwo. Ne, Justin? Na gut, also jeder 6. Mann braucht 6, ich habe 8. Genau, ich habe 8. Alles klar. Ja, Chuck Norris hatte 64. Wir müssen, weißt du, wir müssen die Zuschauer wegen unterhalten und so, ne? Also. Ich weiß nicht, läuft bei dir Musik im Hintergrund? Ne, also ich werde überhaupt keine Musik einblenden, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, weil ich möchte nicht gestrikt werden oder so. Hä? Soll ich dir mal eine komplette Playlist geben, meine? Und. Nee, lass mal. Beinhaltet so 351 Lieder. Alle also, nur Copyright. Das mir auch alles zu. Du musst nur meine Webseite verlinken. So viel. Da kannst du die Musik sowas von gut verwenden. Ja, aber so viel Musik finde ich gar nicht, dass ich hier alles über. Es ist abwechslungsreich. Es ist einfach. Ja, klar. Es ist aber einfach gut abwechslungsreich. Das muss nicht unbedingt sein. Weil, ganz ehrlich, Musik macht einiges aus. Ja, es macht einen besseren Eindruck, aber im Endeffekt ist es so, wenn ich Musik hören will, dann schaue ich mir kein Let's Play an, sondern gehe irgendwo auf Spotify oder auf YouTube oder so. Die Musik bei Let's Play soll ja auch nur ein bisschen den Hintergrund belegen. Und ja, aber so Atempausen. Es ist schön gut, dass du dir Mühe gibst, aber hier ist es wieder der Punkt, wo ich sage, das wird mir zu viel und ich möchte hier wirklich nur Let's Playen als, ich sage jetzt mal, als so nebenbei als Hobby und muss jetzt hier nicht alles perfekt machen und so. Das ist hier schon wieder zu viel Arbeit, die ich hier investieren würde. Und klar ist es schön, bei manchen Videos, wo man bei Special-Folgen, kann man das machen, aber hier, jetzt, wenn ich hier im generellen Let's Play, würde ich das hier nicht machen, weil da macht zu viel des Guten und das. Ich habe da echt keine Lust, dass ich da ein Video nicht hochladen kann wegen Dings. Weil das Lied vielleicht sich gerade so anhört wie ein anderes Lied ist. Sowas kommt eigentlich selten vor und da kannst du gegen eigentlich vorgehen. Also. Trotzdem, das ist mir. Im Prinzip ist es mir eigentlich fast lieber, wenn ich ich habe gerade Musik am Laufen, wo ich selbst nicht mehr weiß, ob das so gut ist. Aber dadurch, dass ich drüber rede, geht das eigentlich wieder in Ordnung, weil dadurch, dass ich drüber rede, kann man die Musik jetzt nicht einfach downloaden und weiterverwenden. Normal dürfte es eigentlich klar gehen, aber ich würde da jetzt nichts machen, weil es ist einfach
es ist ein, nicht so, jetzt würde ich jetzt nicht. Und außerdem meist beziehe ich mich auf den CC. Das passt eigentlich gar nicht in mein Let's Play. Das wäre einfach zu viel des Guten. Ja gut, jeden das seine.